Yo, Servusle, Mahlzeit, hallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain, externe Aufträge. Können wir gerade nichts machen, neben OPs. Haben wir, glaube ich, so viel ich weiß, momentan, so ist es. Leider Gottes auch nichts mehr verfügbar, deswegen starten wir noch mal geschwind zurück in den Abstecher zur guten alten Mother Base. Und weißt was, wir gehen mal wieder zur Quarantäne-Plattform. Warum? Weil wir es einfach können und zweitens mal gucken, ob vielleicht doch noch die ein oder andere kranke Person, Person, ja. Ein oder andere Person da noch ist. Aber ich glaube nicht, wir haben sie eigentlich alles jetzt recht gut im Griff. So oder la. Passt schon. Jo, dann geht's dann schon mit der nächsten Mission weiter. Und ich habe jetzt noch mal in der Aufnahmepause kurz geguckt. Bei den Platin-Trophäen, es sind da noch viele versteckte Trophäen, die dann erst, keine Ahnung, im Laufe des Spiels irgendwie freigeschalten werden, denke ich mal. Ich weiß es nicht, es sind auf jeden Fall noch sehr viele versteckte Trophäen. Und die Trophäen, die wir noch machen müssen, das wird ja noch richtig happig. Alter, leck mich am Arsch. Es gibt ja auch noch wahnsinnig viele Folgen. Leck mich fett. Es gibt also noch richtig viel zu tun hier. Schon alleine die eine Trophäe, die am aufwendigsten ist, sage ich jetzt mal. Das ist die Mission. Schließen Sie alle. Servus. Welcome home. Servus. Wieso freut ihr euch eigentlich nicht? Ja, was ich sagen wollte, die aufwendigste Boss. Trophäe wird sein. Schließen Sie alle Missionen mit Rang S ab. Was da, was Sache ist. Das sorry, Kumpel. Quarantäne-Plattform, die können wir nicht irgendwie, ne? Gehen wir hier nach oben. So was, was, wenn es hier nichts gibt, dann werden wir. Ah, schon wieder 18 Uhr. Okay, nee, dann können wir doch von oben schauen. Wie es aussieht, ist niemand. Servus. Wieso steigert es eigentlich nicht eure Moral, Freunde? Wenn ich hier bin. So. Gucken wir doch immer noch mal nach hier unten. Und ich denke, das sieht auch alles recht leer da drin aus, ne? Jo, sieht so aus, sehr cool. Okay, was wir. Wo ist die Leiter? Ah. Ich werde da nochmal jetzt hier nach unten gehen. In die untere Etage quasi. Wo der eine Typ da gerade runtergelaufen ist. Der ist da jetzt nicht hier genau hier runtergelaufen, aber. Na, wenigstens Sicherheitsboote hat er hier, ne? Okay, hier ist noch eine Plattform. Können wir hier nochmal runter? Na, ist schon richtig gut ausgetüftelt. Okay, hier geht es dann wirklich gar nicht mehr weiter. Dann hätte ich gesagt, gibt es hier so eine Landezone? Nämlich dann können wir mit der nächsten Box da entlang. Haben die hier sowas? Per Pardon, per DHL-Deckel. Oder weiterkommen können. Schaut aber gerade auch nicht so aus. Damit, ne? Ja, Jungs. Okay, können wir nicht machen. Müssen wir leider Gottes wieder den Heli nehmen. Ja.
treffen. Gibt es ja eigentlich auch nur eine Möglichkeit hier. Das ist schön, wo du das gerade erwähnst. Eine Trophäe ist nämlich, entwickeln sie 300 Sachen. Alter. Man bekam schon eine Trophäe, wenn man 50 entwickelt und wenn man 100 entwickelt. Die habe ich jeweils beide schon. Jetzt fehlt halt auch noch die 300er. Könnte man eigentlich auch machen. Jetzt pass auf. Wir... werde mal gucken, wo wir hingehen. Am besten Medical Plattform, Base Developed. Komm, was, wir gehen jetzt da hier. Landing Zone confirmed. Gaining altitude. Ja. Dann weiß ich nicht. Stellen wir noch was her. Jetzt muss ich mal gucken, wie viel Kohle ich überhaupt habe. Ich kann jetzt, glaube ich, auch immer 5 Einheiten auf einmal losschicken, um Rohstoffe zu sammeln. Sodala! Venom Snake. Ich weiß nicht, für mich ist er immer irgendwie noch Solid Snake oder halt Big Boss. Er heißt hier in diesem Spiel Venom Snake. Aber, ja. Für mich ist es eigentlich immer noch Solid Snake, obwohl es ja wirklich immer Klone sind. Spielt ja in den 5 Teilen nicht immer der gleiche Snake. Sondern sind halt dann doch wirklich immer Klone. Und dieser Snake hat ja natürlich auch nichts mit dem Snake vom ersten Teil zu tun. Obwohl dieses Teil, diese Geschichte ja weit früher stattfindet, 1984. Solid Snake findet 2005 statt, im Jahr 2005. Genau, der letzte Teil, der vierte Teil, der ist 2014. Der zweite Teil, wann war der zweite Teil? Oder war der zweite Teil 2005? Ich weiß es gar nicht. Der erste Teil war auf jeden Fall 64, glaube ich. Sehr schön, der Prolog war ja 1974, glaube ich. Oder 75? Thank you for getting rid of the disease, boss. Oh, sorry. Was? Guck mal. Ja, yeah, Alter. Das ist nichts mehr, Alter. So, entschuldige. Lief da noch einer rum? Stehst da doch. Alter, nicht. Let us know if you need combat support. Dich haben's du einfach. Allmächtig, du musst den ganzen Dorf jetzt stehen, da kommst du aber auch nicht rein, ne? Schaut. Lebst du noch? Komm, steh auf, schlaf morgen. Faulo. So. Ja, um einfach die Moral zu erhöhen. Genau, was noch eine Trophäe ist, Stufe 50. Da bringen sie alle Einheiten auf Level 50. Analysis complete. What's up, boss? Es wird natürlich auch noch eine kleine Herausforderung werden. Analysis complete. Thank you for getting those animals. Kein Problem, Freund. Analysis complete. Guck. Boss. Was denn? So Personal wiederholt. Mich wundert's halt. Oh, da ist noch einer. Analysis complete. Hey, Soldatus. Starting to get a little crowded around here, boss. Was denn? Ich hab doch genug. Ich kann nicht mehr als 4 Plattformen nehmen. Machen. Okay, hier ist nicht so weit. Jetzt wieder nach oben. Ich kann nicht mehr als 4 Plattformen hier aufbauen. Das war auch natürlich noch zufällig eine Trophäe. Bauen sie die Motherbase komplett aus oder sowas in der Art. Haben wir natürlich schon gemacht. Sehr schön. Je mehr Trophäen ich natürlich jetzt hier bekomme, desto weniger muss ich in meinem, ich nenne es mal Platin Run, obwohl ich ja auch nicht so der Freund bin, dass ich immer alles verenglische, aber mir fällt da jetzt nichts Besseres ein. Diese Jagd, diese Jagd nach den Trophäen. Oh, sorry. Was denn? Ui, da drüben ist noch einer.
Ach so. Glaub ich gar nichts. Servus, Soldat. Ich frag mich halt, wie die Trophäen. Ich habe mich ja so nie mit Trophäen irgendwie großartig auseinandergesetzt. Da ich. Also ich freue mich zwar, wenn ich eine bekomme, aber ich hab's eigentlich nie so speziell drauf angelegt, die alle wirklich zu bekommen von dem Spiel. Metal Gear Solid, ihr wisst ja selber, es ist ja für mich ein Herzensspiel, die Reihe. Und da möchte ich doch als erstes, ich will es nicht sagen als einziges, wer weiß, vielleicht gibt es da noch das eine oder andere, wo ich dann wohl noch dusche, ne? Vielleicht gibt es noch das eine oder andere Spiel, wo ich mal sage, jawohl, das will ich auch noch mal auf Platin spielen. Laber. Wie gesagt, ausgeschlossen ist es nicht, aber jetzt mal wirklich so das erste Platin, du denkst immer eigentlich immer an das erste Mal, wenn was ist. Ich hab jetzt keine Ahnung, dein erstes Auto, der erste Sex. Das erste Mal, keine Ahnung, verhaftet zu werden. Boss, how about developing something? Analysis complete. Nein, ich bin natürlich nicht. Ich wurde natürlich noch nicht verhaftet. War natürlich ein Witz, aber. Ihr wisst, was ich meine. Also das erste Mal ist halt doch mal was Besonderes. Da denkst du halt dann mehr zurück, als wenn du irgendwas schon zwei, dreimal gemacht hast. Was ist denn jetzt schon wieder? Wenn du etwas zwei, dreimal gemacht hast bisher. Deswegen wird dieses Metal Gear. Dieser Platin-Run wird für mich was ganz, ganz Besonderes natürlich werden. Und es ist auch die letzte Reihe, zumindest mit Hideo Kojima. Konami hat ja gesagt, dass sie dann doch noch weiter die Metal Gear-Reihe machen, dass sie einmal im Jahr eine Folge rausbringt, beziehungsweise einen Titel. Aber ich bin dann auch wirklich so einer, wo dann sagt, lieber 4-5 Jahre Entwicklung, als dann wirklich jedes Jahr eins rausbringen und dann hat sich kaum nie Neuerungen ergeben. Dann warte ich lieber. Hallo. Dann warte ich lieber ein paar Jahre, bis dann wirklich die neuen. Und bis dann wirklich neue Entwicklungen, neue Grafiken, bis das dann alles wirklich komplett sitzt, warte ich lieber ein paar Jahre, bevor jedes Jahr was Neues kommt, wie zum Beispiel FIFA. Kommt jedes Jahr neu raus. Was sind da für Verbesserungen? Fast gar keine. Ja, da zahlst du halt den Vollpreis von 60 Euro. Aber großartige Veränderungen oder Verbesserungen siehst du halt dann oder merkst du halt dann da auch nicht so. Und deswegen lasst euch lieber Zeit. Und ich weiß nicht, ob ich es mir dann auch kaufen würde. Ne? Vielleicht kaufe ich es mir dann doch. Wenn es nur Konami macht, aber Hideo Kojima, der hat halt, ja. Du merkst halt auch in seinen Spielen, jetzt gerade bei der Metal Gear Reihe, ist ja eigentlich so das einzige Spiel, außer jetzt PT, dass du auch total seine Handschrift merkst. Aber bei. Ich suche jetzt hier nur gerade die Dusche, da ist sie. So. Aber gerade bei Metal Gear. Jo. Aber gerade bei Metal Gear und bei, wie gesagt, auch PC, da merkst du das halt. Konamis Handschrift und bei bestimmten Dialogen und Rätseln und Dingen, da merkst du einfach, das ist die Idee von Kojima. Jo, dann landen wir mal da. Und da bin ich mir nicht so sicher, ob das Konami auch so hinbringt. Ich freue mich allerdings auf den Titel von Kojima, sein neues Spiel. Ich denke, das wird auch noch ein paar Jahre noch dauern, hoffe ich doch zumindest. Wie gesagt, lieber ein wenig länger warten, aber dann was Richtiges rausbringen, lieber ein wenig länger entwickeln, lieber ein Jahr länger verschieben den Release, als dann wirklich einfach nur rauszuknallen und wirklich Kohle zu machen. Das ist, glaube ich, auch die Absicht von Konami, dass sie doch wirklich eher auf Quantität statt auf Qualität setzen. Das war halt bei Hideo nie so der Fall eigentlich, bei seinen Spielen. Das ist immer alles sehr durchdachtbar und sehr gut in der Entwicklung voran war. Das siehst du auch hier, Alter, schau dir das an. Die Motherbase schon allein, dass du die entwickeln kannst, denn das ist, boah.
Klar, wiederholen sich hier viele, viele Nebenmissionen, muss man auch sagen. Aber ich weiß nicht, ich denke, man merkt es auch, da bin ich immer sehr, sehr mit dem Herzblut mit dabei. Ich freue mich eigentlich über jede Mission, über jeden Gefangenen, wo ich hier rausholen kann. Oh, Belohnung. Und ja, GMP, mein Freund. So, 50.000. Okay, wir haben 800.000. Da haben wir nochmal 40.000, da haben wir nochmal 20.000, da ist einer gestorben. Da haben wir nochmal Treibstoffressourcen, da haben wir C, da haben wir bliblablo. Junge, mein Spieler sag ich schon. Mei, oh Gott, schau mal her, die verrecken alle, wie die Scheiße ausfliegen, ey. Allmächtig. So, jetzt haben wir 1,2 Millionen. Jo, 45. So, Bericht, 3x B. 5x C, hat er gesagt. Nee, 13x C, Alter, es wird noch mehr bestimmt. 21x. 29x, Alter. So, Levelstufen. Kampfeinheit und Sicherheitsteam. Wie können wir das machen? Aber ich glaube, das geht nur... Ja, da muss im Online-Modus sein, Freunde. Da muss im Online-Modus sein. Wie gesagt, da mache ich vielleicht mal eine Spezialfolge. Nur, dass wir da nur online uns ein bisschen weiterentwickeln. Sicherheitsteam. Das war das, okay. Kampfeinheit. Alter Verwalter. Kampfeinheit, weißt du was? Wir werden mal Sicherheitsgeräte, können wir natürlich auch nur im Online-Modus spielen, ganz klar. Wir werden mal wieder was machen, wir werden mal wieder was herstellen, hätte ich gesagt. Irgendwas, was wir vielleicht wirklich gebrauchen könnten, Mann, zur Abwechslung. Wir haben hier, das haben wir alles, wir könnten die da herstellen. Wieso sind unsere Kampfeinheiten so? Verstehe ich nicht. Verstehe ich echt nicht. So, und haben wir hier noch Gewehre. Ja, das sind natürlich coole Kaliber, ne? Keine Frage. Solche sind auch nicht schlecht. Die ist bestimmt auch geil, Alter. Weißt was? Die entwickeln wir. Dann haben wir doch noch ein bisschen Kohle, wo wir raushauen können. Alter Granatwerfer, ne? Ich will mal was Spezielles. Komm, wir gucken einfach mal. Begleitausrüstung. Please specify a project. Quiet 750, Alter, schuldiger Falter. Ui, Naked Quiet Silver. Was, du kannst der Gatling Gun? Alter. Ne, das sind die allgemeine, die wo du herstellen kannst. Flammenwerfer ist bestimmt cool, ne? Kostet in Anführungsstrichen nur 100.000. Titi, können wir leider nichts mehr machen. Was fehlt denn hier? Materialtechniker, wo kriegen wir denn den her? Wo kriegen wir diesen Materialtechniker her? So, dann haben wir hier, was fehlt denn hier noch? Da fehlt auch noch der Materialtechniker. Shit, das wär's natürlich, dieser Kampfanzug, ne? Feind verwunden, geil. Sniper, die Quiet mit so einem Scharfschützenteil. Für 750. Brennan RS, Beziehungslevel. Brauche ich mindestens 40. Das sind schon coole Waffen, ne? Den könnten wir eigentlich noch ausrüsten für 3.500. Autoladesystem. Warte mal. Ich gehe mal zurück.
Guck mal auf den Hubschrauber von unserem Heli. Alter, was ist das? Kürzere Entsendungszeit. Für 360. Alter, dann haben wir hier noch übelst geile Raketen, ne? Man, Stockwirkung erhöht, das wäre vielleicht nicht schlecht. Wieso habe ich nicht mit unserem. Wieso habe ich nicht mit dem Tauschkörper? 420. Wie kann ich die Panzerung? Materialtechniker. Ich brauche auf jeden Fall einen Materialtechniker. Aber so. Einen geilen Raketenwerfer wäre mal nicht schlecht, ne? Komm, Freunde. Den Spaß gönnen wir uns heute. So. Was wollten wir noch machen? Begleiten? Ne, begleiten nicht. Jetzt weiß ich, wo ich rein wollte. Zu den Waffen. Hier wollte ich nämlich noch mal gucken. Da ist eigentlich komplett alles. Ah, 850. Das hätten wir machen können. Aber hier haben wir noch die Aktivsonar. Beweglichkeit. Für 430, für 500.000. Was haben die da oben? Ja, alles über 300.000. Können wir hier noch was bauen? Schleichanzug für 420. Ui, Parasitenanzug 500. Aber ich glaube, optisch ist da dann auch nichts mehr viel großartig anders. So, was? Dann hätte ich noch gesagt. So ein Schild vielleicht noch, ne? Komm, für 80.000, was soll der Geiz? Was soll der Geiz? Dann haben wir hier noch. Können wir theoretisch auch noch Killer Bee? Komm, so eine Handfeuerwaffe werden wir jetzt noch herstellen. Scheiß drauf. Die können wir machen. Die war eigentlich recht günstig, ne? 260, 252. Was ist das? Pistole zum Kampf für das Abfeuern von Granaten geeignete Handkanone. Ah, cool. Verschießt Granaten präziser und auf größere Distanz als beim Werfen von Hand und ist effektiver gegen harte und weiche Ziele. Aber da kann ich nur die machen, ne? Komm, Freunde, was soll der Geiz? Wird auch entwickelt, sehr cool. So, jetzt haben wir noch 500.000, das wird es dann auch gewesen sein, oder? So, was ich noch machen wollte, anpassen, genau, Hubschrauber nämlich. Chassis, haben wir das Beste, Hauptrakete. Ach stimmt, muss ja noch entwickelt werden, Option. Hier die IR-Tauschkörper. Panzerung, da könnte man noch mal richtig geil machen hier, ne? Ja, es sieht schon cool aus. Nein, nicht abbrechen. Wir machen auf okay natürlich. Dass er das schön speichert. So, dann gehen wir doch noch mal rein auf Anpassen im Begleiter. Was ist Namensschild? Das ist unser Diamond Dogs Logo. Warte mal, dann gehen wir doch mal gleich noch mal kurz aufs Emblem. Jetzt pass auf. Hintergrund. Haben wir hier vielleicht den Diamanten? Schon freigeschalten. Pass auf, du musst bestimmt das alles freischalten noch, ey.
So, da haben wir natürlich die Dock. Diamond Docks passt soweit auch. Okay. Ja, wir haben ja nichts verändert, also speichern wir trotzdem mal. So. Entwicklung haben wir ja. Ressourcen, Personalverwaltung. Da wollte ich ja nochmal reingucken. Kampfeinheiten, die sind alle schon verreckt, oder was? So, warte mal. Autozuweisung. Mitarbeiter im Wartebereich. Alle Mitarbeiter Priorität. Die wir machen. Alle Mitarbeiter. Priorität in Kampfeinheit. Und dann gucken wir mal, was da geht. Staff assigned. Na, Kampfeinheit 47. Hä, das war doch. In Sicherheitseinheiten. Development Project has been added. Keine Ahnung, was ich jetzt gemacht habe. Scheiße. Ach, hier ist auf einmal die Kampfeinheit. Scheiße. Wir brauchen halt Sicherheits. Allmächtig. Sicherheitsstufe ist nur 20. Sicherheitsteam nur 20. Alter. Uiuiui, und die Dinger sind alle voll. Kann ich dann hier noch was bauen? Warte mal, ich möchte da noch mal kurz. Basiseinrichtungen, so. Fop. Da könnte man natürlich noch ordentlich Geld reinschustern. Kampfeinheiten für 180. Ja, wir brauchen natürlich alles, ne? Nein, da muss ich online sein, okay. Fop verlegen. Wo kann ich die verlegen? Okay, ist auch nur im Offline-Modus aktiv. Gut, liebe Freunde, hätte ich gesagt, machen wir hier eine Pause. Entschuldigung, ich wollte eigentlich heute die Hauptmission machen. Aber ja, wir haben dann halt doch viel über Trophäen geredet. Ein bisschen Zeug weiterentwickelt. Und da sind wir dann gespannt. Warte mal, eins könnten wir eigentlich noch theoretisch machen. Die externen Aufträge, mein Bester. Please select a mission. Hier, da schau her, Personalrekrutierung. Da sind wir, denke ich, ja, auf der sicheren Seite. In diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal. Zu Let's Play Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain. Servus!